Herzlich willkommen bei Nerdplay, dem Cosplay-Podcast von Nerdizismus. Ich bin Lea und ich bin heute nicht alleine, denn natürlich ist auch wieder Yavanna dabei. Hallo! Und wir haben heute auch einen Gast, nämlich Lani von Riddle Costumes. Schön, dass du da bist. Hi Lani! Hallo! Ja, wir haben richtig Bock, heute ein bisschen über Cosplay zu quatschen. Wenn ihr Lust habt, weitere Folgen von Nerdizismus oder Nerdplay zu hören, dann entdeckt ihr uns auf der Homepage, Spotify und iTunes. Aber jetzt gehen wir mal ins Gespräch und ab zu Lani. Lani, auf einer Skala von 1 bis 10, wie hoch ist denn dein Nerdfaktor? Ah, ich würde schon sagen, so 8,5 bis 9. Oh, 8,5. Spannend. Mhm. Wieso? Naja, ich bin schon ziemlich lange in der Cosplay-Szene verankert, aber ich habe auch jahrelang im Comicbuchhandel gearbeitet und ich bin ein totaler Serien-Nerd, ja. Nice. Das ist ja cool, das wusste ich noch gar nicht. Endlich mal eine selbstbewusste, hohe Einschätzung hier bei uns. Naja, man will ja nicht die 10 oder die 11 nehmen, weil es gibt immer Themen, die man nicht beherrscht oder wo man immer noch dazulernen kann. Ja, ja, dann kommen auch die grumpy old Fanboys und zeigen den Finger genau. Ja. Aber du bist ja tatsächlich auch schon seit 2002 Cosplayerin. Das ist schon ganz genau, schön lange. Genau, du hast es gerade schon gesagt. Lasst mich zurückrechnen, ja. Du bist ja auch tatsächlich schon seit 2002 Cosplayerin. Das ist ja schon ganz schön lange. Was hat dich denn damals gereizt, mit dem Hobby anzufangen? Ja, wenn ich zurückrechne, stimmt die Aussage. Das ist schon sehr lange. Ich habe so ein bisschen die Übersicht verloren, wie viele Jahre man schon dabei ist. Also ich bin tatsächlich Tochter einer Schneidermeisterin. Das heißt, ich bin schon sehr, sehr früh mit Karnevalskostümen in Kontakt gekommen, wo meine Mutter gesagt hat, deine Kostümideen werden mir zu aufwendig, bitte mach die doch mal selber. Und dann muss ich dazu sagen, dass ich seit meinem 5. Lebensjahr Animes geschaut habe. Da hatte ich zwischendurch mal ein paar Jahre einen Break, aber das kam dann irgendwie zusammen. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich mit Cosplay angefangen habe, war das Ganze noch eher was Regionales und das waren mehr so Jugendtreffen. Und man hatte einfach damals in der Schulzeit nicht wirklich viele Freunde, die das gleiche Hobby geteilt haben. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, und dann kam eins zum anderen. Dann hat man irgendwann bei den Treffen angefangen, sich in die Charaktere nach und nach zu verwandeln und sich das Ganze mit Nähen und so weiter für die Kostüme selber beizubringen. Kannst du dich dann noch daran erinnern, was so dein erstes Cosplay war? Also ich finde das immer sehr schwer zu sagen, weil du ja auch gerade gesagt hast, dass du ja schon davor, quasi bevor du richtig mit Cosplay angefangen hast, schon Kostüme gemacht hast. Vielleicht weißt du ja noch, was das erste Kostüm war, was du vielleicht mit deiner Mama zusammen gemacht hast und dein erstes Cosplay? Natürlich weiß ich das noch. Also mein erstes Cosplay, was meine Mama für mich gemacht hat, war Sailor Jupiter, da war ich 6. Oh. Ja. ich habe das aber, glaube ich, nie wirklich getragen, weil es, glaube ich, nicht fertig geworden ist. Also ich erinnere mich zumindest nicht daran, dass ich es mal getragen habe. Zu dem Zeitpunkt habe ich damals mit meiner besten Freundin in ihrem Keller Cat's Eyes nachgespielt. Auf Rollschuhen und in den Sportklamotten, Aerobic-Klamotten meiner Mutter. Aber das würde ich jetzt tatsächlich nicht als Cosplay zählen. Wenn man so überlegt, mein eigenes erstes Cosplay, was ich damals noch mit Hilfe meiner Mutter, aber selber genäht, also sie hat mir das Schnittmuster sozusagen vorbereitet und ich habe es dann genäht. Das war Prince of Tennis. Sagt euch jetzt wahrscheinlich nichts. Das ist ein Anime, ein Sport-Anime, wo es dachte ich mir schon, dass es ein Sport-Anime ist. Ja, wo es um Tennis geht halt, ja. So, cool. Ja, das war tatsächlich mein erstes.
Ja, du hast ganz schön viel gemacht, ey. Richtig krass. Wir haben uns ja auch natürlich deine Seiten und alles angesehen. Und da ist es uns auch aufgefallen, dass du super viele Genres halt machst, ne? Also natürlich dein tolles Daenerys-Cosplay, das wir auch schon live sehen durften. Du machst was aus X-Men, ne? Catwoman, Harley Quinn, Anime. Hast du denn da auch irgendwie liebstes Cosplay? Oder sagst du, nein, das sind alles meine Babys? Nee, tatsächlich das Zweite eher nicht. Ich bin so auch von der Person her generell jemand, der sich sehr, sehr schlecht festlegen will und kann. Mm. Und ich bin auch jemand, ich bin gerne out of the box. Also ich lasse mich nicht gerne in eine Schublade stecken. Natürlich kann ich das nachvollziehen, wenn jemand da die Liebe dafür hat, zum Beispiel nur Gaming-Cosplay zu machen. Aber das ist für mich einfach von meinem Interessengebiet zu wenig. Also ich habe halt gerne mal Phasen, ja, wo ich Animes schaue. Ich habe mal gerne Phasen, wo ich sage, boah, ich bin so ein Fan von der und der Serie, ich möchte unbedingt dieses Kostüm nachbauen oder nachnähen. Mhm. Mein liebstes Cosplay, das ist halt schwierig zu sagen. Ich unterteile das in verschiedene Gebiete. Ja? Es gibt Cosplays, die sind unglaublich, ja, bequem. Es gibt Cosplays, wo ich sage, die kommen unglaublich gut rüber auf Fotos. Und es gibt, ja, Cosplays, wo ich sage, die haben mir einfach unglaublich viel Spaß beim, ja, Herstellen gemacht. Also ich würde schon sagen, also aktuell eins meiner liebsten Cosplays ist Raven von Titans, weil es einfach unglaublich bequem ist. Ich habe das innerhalb von, ja, 5 Minuten an. Ich kann damit den ganzen Tag rumlaufen auf einer Convention. Ich muss auch immer unterscheiden, habe ich auf der Convention einen Stand oder bin ich eingeladen oder bin ich da privat? Wenn ich privat da bin, dann kann ich jederzeit sagen, ich kann auch ein schwereres, anstrengenderes Cosplay tragen und kann das irgendwann ausziehen oder kann mich mal irgendwo hinsetzen. Da fühle ich mich nicht ganz so beobachtet, wie wenn ich eingeladen bin. Ja, und hinter einem Stand ist auch immer so die Sache, man kann da keine Riesen-Cosplays tragen, weil man sich hinterm Stand sowieso schon sehr schwer bewegen kann. Von daher würde ich ansonsten, ja, meine Daenerys, die habe ich halt sehr lange getragen. Die hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin auch noch nicht so ganz weg von ihr, muss ich gestehen. Da sind schon noch, ja, so 2, 3 Outfits, die ich eigentlich irgendwann gerne mal machen würde, auch wenn das Thema jetzt aktuell erstmal durch ist. Ja, Mystique ist auch super, ja, super bequem, aber es ist halt super viel Aufwand, allein schon nur das Gesicht zu schminken. Trotz Facepaint. Von, ja, daher. Ja, ansonsten Disney-Prinzessin habe ich da auch noch. Rapunzel liegt mir einfach von der Charakteristik sehr, sehr. Die ist 1:1 wie ich. Und das ist natürlich, also für mich ist Cosplay auch immer noch so eine Sache, dass nicht nur das Kostüm getragen werden muss, sondern dass man auch ein bisschen den Charakter wirklich, ja, verinnerlicht, ja, und auch ein bisschen so, wie der Charakter dann halt auch agiert und reagiert. Und das fällt mir bei ihr besonders leicht. Ja. Ja, also das heißt, du schlüpfst auch immer richtig in die Rolle, wenn du dann auf einer Con in dem Charakter rumläufst. Ja, ich würde sagen, das kommt ein bisschen auf die Situation an natürlich. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel Mystique bin und mir kommt ein Wolverine entgegen, klar, dann bin ich Mystique. Als Daenerys bin ich halt auch immer die, ja gut, viele Fans würden jetzt sagen, Agro-Bitch. Aber es gibt Charaktere, die sind halt verhaltener. Es gibt Charaktere, die sind etwas psychopathischer, wie zum Beispiel Harley Quinn. Die kann man einfach nicht den ganzen Tag spielen. Ja, und je nachdem, wenn man einen Stand hat und man ist Harley Quinn und es kommen Fans oder Follower auf einen zu, die einen noch nie live gesehen haben, dann will man natürlich auch nicht die Psychopathin raushängen lassen. Ja, natürlich. Ja, und dann switcht man immer mal wieder so ein bisschen. Aber ich finde es schön, dass dir das auch Spaß macht, in diese Rolle zu schlüpfen. Weil oft habe ich das Gefühl, dass für Cosplayer auch das oft einfach nur, ja, ich trage halt das Kostüm, aber ich bin halt immer noch ich selbst. Also es fehlt halt oft dieses Play beim Kostüm. Und es ist schön zu hören, dass du da auch wirklich ja, mitmachst und so voll dabei bist. Ich muss auch total an deine Daenerys gerade denken, weil wir uns ja begegnet sind auf der CastleCon 2019 war das, meine ich. Und da hattest du auch total diese Attitude einfach, ne? Dieses elegante, adlige irgendwie, ne? Also ich finde,
Genau, ja, genau. Das Wort habe ich gesucht. Danke, Javana. Und das merkt man halt bei dir auch direkt. Ja, das liegt vermutlich daran, dass ich halt einfach noch, ich will nicht sagen von der Generation, aber es ist leider mittlerweile nicht anders zu formulieren, vor Social Media bin. Also es gibt halt einfach Cosplayer, die sind noch damals mit Animex groß geworden. Da war das Ganze noch sehr viel kleiner und rein, ja, ich würde schon sagen, es war eigentlich fast nur deutsch. Also mittlerweile ist das Ganze so international geworden, es werden immer mehr internationale Gäste eingeladen auf Anime- und Comic-Conventions und das Ganze ist über Social Media natürlich explodiert und man kann sich natürlich auch viel besser connecten darüber. Aber man hat auf Social Media sehr, sehr häufig einfach nur das Bild und sehr selten eher das Video. Das kommt jetzt eher über dieses TikTok. Da bin ich allerdings gar kein Fan von. Das ist dann vielleicht so die Generation, die jetzt kommt. Das ist, also TikTok ist mir einfach ein bisschen zu übertrieben, aber ich finde es trotzdem schön, dass immer mehr Leute aus dem Cosplay-Bereich eben sich auch an Videos wagen, weil Videos sind sehr, sehr viel schwieriger zu übertünchen, sage ich jetzt mal. Also man kann weniger bearbeiten als bei einem Foto, ja, wo man einfach nur ein Bild hat Kontakt und sagt, nur so. Man muss nur aussehen wie In-Character und man muss nicht auch noch die Stimme verstellen oder die Bewegungen nachahmen oder so. Ja, da kommt jetzt auch das Schauspieltalent wieder ein bisschen mehr dazu, ne? Ja, genau. So wie das auch bei Live-Performances dann der Fall wäre. Ja, man muss auch sagen, ich habe damals, als ich mit Cosplay gestartet habe, mit ein paar Freunden tatsächlich eine Gruppe gebildet, wo es um, ja, wie sagt man, Theaterstücke ging. Also es war dann so, dass auf diesen kleinen Conventions dann irgendwann auch größere Conventions die Möglichkeit bestand, dass Gruppen eingeladen wurden, die dann eine Stunde oder zwei Stunden auf einer Bühne standen und dann tatsächlich eine Geschichte erzählt haben und Tänze sich dazu überlegt haben und sowas. Und das haben wir halt genutzt und gemacht und uns da dann auch irgendwie alle zwei Wochen am Wochenende zum Training getroffen und sowas, alles komplett privat, immer irgendwo im Garten von irgendwem und da dann wirklich trainiert haben. Also das ist quasi die live-performte Fanfiction. Ja, genau, so ungefähr, ja. Das habe ich aber nicht lange gemacht, aber vielleicht hängt es halt auch noch ein bisschen damit zusammen, ja. Ja, klar, das nimmt man ja auch irgendwo mit, ne? Auf jeden Fall. Wir haben ja auch gerade schon über Conventions geredet. Hast du denn da auch noch eine Lieblingsconvention oder so, weil du da deinen Ursprung hast oder einfach, weil es die coolste ist oder weil du am meisten Spaß dort hast? Ja, es gibt ein paar tatsächlich. Bei mir hat halt alles gestartet mit Anime und Manga, wo ich aber mittlerweile sagen muss, da bin ich eine ganze Zeit lang rausgewachsen. Jetzt so seit ein, zwei Jahren habe ich schon wieder so ein, zwei Fandoms gefunden, die mich dann doch interessieren. Aber davor war ich halt sehr, sehr verankert in Comics und dann gab es natürlich die Comic-Conventions, die in Deutschland aufgepoppt sind vor so 5, 6 Jahren, die natürlich komplett anders sind. Die sind ganz anders aufgebaut. Aber ich muss sagen, wenn ich jetzt mir so beides mal überlege, dann hätte ich im Anime-Manga-Bereich auf jeden Fall die Dokumi. Die ist das dachte ich mir schon fast. Sehr gewachsen. Da bin ich tatsächlich auch schon bevor die entstanden ist, befreundet gewesen mit einem der Organisatoren. Das heißt, ich habe von ganz, ganz Anfang mitbekommen, wie die aus ganz kleinen Babyschuhen gewachsen ist und wie die von einem von der Grundschule, war das glaube ich damals, umgezogen sind in jetzt die Messe Düsseldorf. Und einfach jedes Jahr nochmal irgendwie 10.000 Besucher gefühlt dazu bekommt. Und ja, Comic-Cons tatsächlich, muss ich sagen, so in Erinnerung geblieben ist mir einfach die Comic-Con in Dortmund. Weil ich damals, 2016 war das, von denen gebucht worden bin und mit meiner Catwoman und das ging halt ziemlich ab. Ich weiß, es gibt viele, die dann jetzt sagen würden, oh Gott, die Comic-Con, die hat doch so einen schlechten Ruf. Und nö, gar nicht. Wir sind auch Fans. Ja, okay, okay. Also es gibt halt bei uns im Bereich sehr, sehr viele, die halt da schon mal irgendwie Negatives gehört, gelesen haben.
gehört und gelesen ist halt nicht dasselbe wie erfahren. Richtig, genau. Und man muss natürlich auch immer beide Seiten sehen. Und ich hatte da als geladener Gast natürlich, ich bin 2 oder 3 Jahre hintereinander eingeladen worden. Und da hatte ich natürlich auch Kontakt zu den Organisatoren und Veranstaltern und den ganzen Helfern. Und man muss sagen, generell, egal auf was für einer Messe man ist, egal wie groß sie ist, es gibt immer Menschen, die unglaublich bemüht sind, es allen recht zu machen. Ja. Und ab einer gewissen Größe wird es halt einfach schwierig, vor allen Dingen, wenn man diese Größe nicht vorher so eingeplant hatte. Ja, das ist natürlich dann, wenn man so über... ja, das waren die ersten Jahre schwierig. ja, genau. Da ist man ein bisschen überfordert. Ja, aber das sind so die zwei. Ja. Die Animagic finde ich auch noch sehr schön, weil sie eine der ältesten Anime-Manga-Messen ist in Deutschland. Auch eine der ältesten, die internationale Gäste einlädt. Da geht es dann aber mehr um japanische Musiker zum Beispiel, die Anime-Openings gesungen haben oder Synchronsprecher oder so. Die ist tatsächlich ewig, also die hat damals gestartet in, oh Gott, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, ich glaube Karlsruhe, und ist dann nach Bonn gezogen. Und ich bin tatsächlich damals dann in Bonn jedes Jahr dahin gefahren. Es war auch die erste Messe, wo ich tatsächlich mir damals ein Hotel genommen habe und sowas. Und mittlerweile ist sie in Mannheim, was halt sehr praktisch ist, weil als ich nach Mannheim gezogen bin, fühlte ich mich so ein bisschen ab vom Schuss, weil das meiste halt einfach in NRW passiert. Und dann ist sie genau im gleichen Jahr nach Mannheim gezogen. Da habe ich mich sehr gefreut. Die ist dir hinterhergezogen. Mega. Sozusagen. Ja. Ja, sag mal, Lani, wie ist denn das eigentlich, wenn man als Cosplay-Gast auf eine Con eingeladen wird? Ist es da so, dass man vorher vielleicht von den Con-Leuten Kostümwünsche oder sowas gestellt bekommt? Also, dass die vielleicht sagen so, ja, wir würden voll gerne, dass du, ich weiß auch nicht, deine Harley Quinn mitbringst? Oder ist es eher so, dass du dir das auch komplett aussuchen darfst? Wie läuft so eine Buchung überhaupt ab? Na, es kommt ein bisschen auf die Größe der Messe oder der Convention an. Es gibt kleinere Conventions, die freuen sich einfach, wenn man zusagt und sagt, hier, das Einzige, was ich irgendwie möchte, ist ein Stand und die Anfahrtskosten. Und es kommt natürlich auch ein bisschen auf die Entfernung an. Ja, also wenn ich jetzt natürlich 5 Stunden für die Messe fahren muss, ist der Aufwand natürlich viel höher, als wenn die Messe direkt um die Ecke ist. Es gibt auch sehr, sehr viele Messen, gerade die größeren Messen, die Bedingungen stellen von Anfang an. Ja, also natürlich wird so eine Anfrage erstmal gestellt von wegen, wie viel möchtest du da an Gage und so weiter. Aber mit einer Gage kommen natürlich auch immer Bedingungen. Es kommen natürlich auch Verpflichtungen mit einer Gage. Das finde ich auch sehr wichtig, dass man die einhält. Meistens ist es tatsächlich so, dass eine Convention natürlich sowieso erst auf einen aufmerksam wird wegen eines speziellen Kostüms. Und dann ist natürlich auch gerade dieses Kostüm gefragt. Wenn diese Messe allerdings auch länger als 2 Tage ist, dann kann es auch schon mal sein, dass tatsächlich gefordert wird, anhand der Höhe der Gage natürlich, dass sogar noch ein extra Cosplay für diese Messe erstellt wird. Ah, wow. Okay, also das hattest du auch schon mal, dass jemand quasi gesagt hat, bitte mach doch dieses Kostüm für die Con. Ja. Also man kriegt dann tatsächlich so einen Vertrag vorgelegt, wo dann halt alle Bedingungen für beide Seiten drin stehen. Und da ist dann meistens aufgelistet ein neues Cosplay. Also da ist dann tatsächlich nicht unbedingt der Wunsch nach einem speziellen Cosplay, sondern halt einfach, dass etwas erstellt wird, was halt eben auch zu dem Genre passt. Also wenn es jetzt eine Comic-Con ist, dann haben die natürlich weniger Interesse daran, dass ich ein Anime-Cosplay erstelle. Und dann muss das natürlich auch ein bisschen dokumentiert werden, sodass man halt auf Instagram natürlich verlinkt, sodass die ein bisschen mehr Reichweite darüber bekommen. Manche wollen auch, dass man Videos davon macht, wie man das erstellt und die dann natürlich zu Werbezwecken nutzen und sowas, ja. Ah, cool. Mhm. Ja, ich musste jetzt gerade auch total an deine Instagram-Story denken, mit deinen Commissions, weil du bist da ja auch relativ offen, ne? Du sagst halt, du machst Cosplay-Commissions und ich fand das so interessant, was du da alles erwähnt hast, was die Leute dir halt alles schicken sollen, ne? Also, und vor allem, welche Rahmenbedingungen da auch so dran geknüpft sind, was für dich einfach wichtig ist, wie Deadlines und sowas, ne? Ist es denn anders, eine Commission für eine Con zu machen, als für jemanden, der halt privat das bei dir anfragt?
Ja, total. Also ich mache Commissions für Firmen, ich mache Commissions für Privatpersonen. Man kann jederzeit bei mir halt eine Anfrage stellen. Dazu braucht man im Prinzip einfach nur ein paar Referenzbilder, den Namen des Charakters, sodass ich den vielleicht nochmal zur Not googeln könnte. Und vielleicht auch, was weiß ich, den Namen des Spiels oder der Serie oder so. Weil man muss natürlich auch sagen, ich habe nicht so viel Zeit, um leider nicht so viel Zeit, um alles zu gucken und zu kennen. Und dann ist es immer ganz gut, wenn man das weiß. Und was halt auch immer gut ist, ist dann direkt dazu zu schreiben, was bis zu welchem Zeitpunkt man das gerne hätte. Weil dann kann ich direkt in meinem Kalender schauen und sagen, ja, kann ich machen oder nee, bis da bin ich schon komplett voll ausgebucht oder ja, kann ich hinkriegen, aber ist natürlich extrem viel Aufwand und demnach sind dann andere Anfragen, wenn derjenige zusagt, halt natürlich dann wegfallend. Also man muss dann natürlich schon, ja, ein bisschen schauen, dass man da nicht zu viel gleichzeitig bearbeitet. Ich mache eigentlich so grundsätzlich immer 3 bis 5 Aufträge gleichzeitig. Und ich habe so in der Woche, normalerweise jetzt vor Corona zumindest, so 20 Anfragen. Oh, heftig. Krass. Ja, und dann ist es natürlich, ist es einfach wichtig, dass man solche Sachen dann direkt schon mit reinfügt, weil jedes Mal, wenn ich dann nochmal Rückfragen stellen muss, ist es wieder Zeit, die verloren geht. Und natürlich auch Zeit, die du eigentlich auch in Rechnung stellen musst, ne? Weil das ist ja deine Arbeitszeit und das ist dein Hauptberuf seit 2016. Cosplayerin und Commissioning und du sagst ja auch selber, du schreibst auch selber noch Illustratorin. Das heißt, du verdienst dein Geld damit, womit andere ihr Hobby machen. Was würdest du sagen, ist der größte Unterschied für dich, vor allem in Sachen Arbeitsaufwand und vielleicht auch Herzblut, was mit drin steckt? Ja, also tatsächlich bei den Anfragen berechne ich keine Arbeitszeit. Ja, das ist wirklich alles unentgeltlich und man muss da jetzt keine Angst haben, dass wenn man mir eine Nachricht schickt, dass ich dann direkt sage, okay, meine Antwort kostet dich 5 €. Sondern ich mache tatsächlich, also die Beantwortung und auch das Ausrechnen des Kostümes ist komplett unverbindlich. Das berechne ich nicht mit ein. Das ist doch sehr cool. Ja, es ist aber auch, also ich finde das auch vernünftig. Ich überlege halt jedes Mal, wenn ich die andere Seite wäre, wenn ich derjenige wäre, der gerne von mir ein Kostüm gemacht haben wollen würde, was fände ich da nett? Ja, also ich bin eine Person, ich denke nicht unbedingt nur wirtschaftlich. Ja, also ich denke vor allen Dingen zum Wohle für beide Seiten, sodass es halt eine nette Kommunikation ist, sodass beide Seiten am Ende des Ganzen auch total positiv daraus gehen und erhoffe mir natürlich dann auch, dass es so positiv gelaufen ist, dass da vielleicht noch ein bisschen Mundpropaganda rausspringt. Eine sehr gesunde Herangehensweise und auf jeden Fall auch, finde ich, die richtige, aber manche Leute müssen oder wollen halt eher deinen wirtschaftlichen Aspekt, wie du ihn so schön genannt hast, betonen. Ich finde es auch toll. Ich finde die Nähe zu deinen, nicht nur zu deinen Followern, sondern auch zu deinen Kunden, ist etwas, was dich sehr auszeichnet. Und ich glaube, dass deswegen auch deine Community dich so sehr unterstützt, weil du einfach sehr authentisch und sehr offen und nett mit allem umgehst. Ich finde es wichtig, dass man authentisch ist, weil man das merkt, wenn man sich verstellt. Und ich finde es gerade dann immer sehr schwierig. Ein negativer Kommentar wiegt genauso viel wie 100 positive Kommentare. Und ein negativer Kommentar bleibt sehr viel mehr Followern irgendwie hängen als 100 positive, weil über die scrollt man nur hinweg. Und gerade wenn man in dem Bereich halt auch sein Geld verdient, ist es halt wichtig, dass es nicht viele Leute gibt, die negativ über einen sprechen. Das ist einfach so, ja. Und wie hält man sich das am besten vom Leib, indem man eben so ist, wie man ist und das nicht verstellt? Genau. Und dann halt auch jeder sagen kann, okay, mit der Person komme ich so klar, wie sie ist oder eben nicht, ja. Und wie ist das jetzt denn quasi, also stellen wir uns mal vor, ich bin irgendwie zu faul oder habe keinen Bock, ein Kostüm zu machen oder möchte einfach richtig schönes Cosplay, weil ich weiß, ich würde es eh verkacken. Das heißt, ich könnte dir einfach
auf Instagram eine Nachricht schreiben und dich fragen, hey Riddle, hast du Bock und Zeit, das für mich zu machen? Und dann würde ich dir direkt ein Bild mitschicken. Und dann sagst du ja oder nein. Ja, genau. Also wenn du es so schreiben würdest, würde ich erstmal fragen, okay, bis wann willst du das denn haben? Und würde natürlich genau. mir das Bild anschauen und sagen, okay, ja, das kann ich erstellen oder nein, dafür reicht meine Werkstatt nicht aus oder meine Skills in dem und dem Bereich sind da noch nicht ausgebaut genug. Denn es gibt ja immer Sachen, die man noch weiter lernen kann. Und ich habe einfach Skills, wo ich sage, die sind noch nicht so weit, dass ich da hundertprozentig hinterstehen kann, um damit Geld zu verdienen. Ja, also es gibt dann so Sachen wie, ich versuche mir jedes Jahr 2 neue Techniken beizubringen. Für 2020 war das zum Beispiel eigentlich angedacht, Arbeiten mit Latex zum Beispiel und Lederarbeiten. Oh. Ja, also so wirklich cool. traditionelle handwerkliche Lederarbeiten. Dann kam Corona. Ja, gut, aber es gibt halt einfach auch Sachen, wo ich sage, die mache ich auch nicht gerne. Da vermittle ich dann zum Beispiel weiter, wenn ich jemanden kenne, der das macht. Es gibt zum Beispiel Sachen wie Anfragen für Fursuits, also diese komplett in Fell gekleideten Wesen, die dann Füchse darstellen oder Hunde darstellen oder Wölfe. Sowas mache ich zum Beispiel nicht. Ich mache Lederarbeiten, ich mache Fellarbeiten, aber ich mache zum Beispiel nicht diese Köpfe mit beweglichen Mündern und Augen und sowas. Dann würde ich halt sagen, okay, wenn das zu meinen Skills passt und du mir einen Zeitraum genannt hast, der bei mir funktioniert, dann würde ich sagen, können wir gerne machen. Ich rechne dir das innerhalb der nächsten 4 bis 10 Tage aus. Es kommt ein bisschen darauf an, ich muss dann Rücksprache mit meinen Händlern halten, was die Materialien kosten. Weil ich bin jemand, der versucht dann den Preis natürlich schon auf den Punkt zu berechnen. Das heißt also, wenn jemand von mir einen Preis bekommt und er sagt, okay, machen wir, dann schicke ich auch über diesen Preis eine Auftragsbestätigung raus, wo dann all meine Daten drauf sind, sodass man halt wirklich auf der sicheren Seite ist, weil gerade online nicht über einen Shop, sondern über Instagram eine Anfrage zu stellen, da ist sich nicht unbedingt jeder sicher, einen Auftrag über 400 € und aufwärts einfach so zu bezahlen. Deswegen finde ich es sicher und wichtig, also ich fände es auch als Kunde wichtig, dass man eine Auftragsbestätigung bekommt, wo der richtige Name draufsteht, wo die Adresse draufsteht, wo die Steuernummer draufsteht. Ja, sodass man wirklich merkt, da steckt ein Gewerbe hinter. Und wenn ich mein Geld oder meinen Auftrag dann nicht bekommen sollte, dann habe ich was in der Hand. So. Ein offizielles Papier. Richtig, genau. Und das bedeutet dann allerdings auch, zu dem Zeitpunkt, wo dieses offizielle Papier, so wie du es so schön genannt hast, rausgeschickt wird, dass es auch ein offizieller Vertrag ist. Das heißt auch, derjenige, der diesen Vertrag mit mir gemacht hat, ist verpflichtet, diesen einzuhalten. Was natürlich gerade als Selbstständiger auch sehr wichtig ist, dass man da weiß, dass man am Ende auch für seine Arbeit bezahlt wird, ist ja ganz klar. Ja, richtig. Also ich fange tatsächlich mit meiner Arbeit aber erst auch an, wenn bereits eine Anzahlung geleistet wurde. Also bei mir ist die Möglichkeit, dass man es komplett in einem bezahlen kann oder dass man es in Raten bezahlt. Ich überlasse das der Person auch selber, wenn sie die Raten bezahlen möchte, wie viele und in welcher Höhe und wann. Weil mir ist immer wichtig, dass man nicht nur, weil man ein Traumkostüm hat, irgendwie von der Hand im Mund leben muss, sondern dass man sich halt auch weiterhin auf das Kostüm freuen kann. Das heißt also, was weiß ich, wenn es halt wirklich das Traum-Cosplay ist und es kostet nun mal einfach 1.500 bis 2.500 €, ja, also in der Sparte arbeite ich auch, dass man dann halt auch sagen kann, ich würde gerne erstmal die Hälfte ansparen und melde mich dann im August mit meiner ersten Zahlung oder dass man sagt, können wir das in, was weiß ich, 7 bis 10 Raten aufteilen, habe ich gar kein Problem mit. Was mir dann allerdings wichtig ist, ist einfach eine offene Kommunikation, dass man sagt, ich melde mich, sobald die erste Zahlung da ist. Oder ich schreibe dir gerne hier meinen Plan, wann ich welche Rate in welcher Höhe machen möchte. Sodass ich halt einfach mit meiner Seite ein bisschen besser planen kann. Was weiß ich, dass ich zum Beispiel im Monat 4 noch 2 andere Aufträge machen muss, damit ich meine Miete zusammenbekomme oder sowas, ja? Ja, logisch. Ja, also logisch sagst du. Also ich habe... Ja, aber ich bin selbstständig, also. Genau, ja, und das muss man, aber weißt du, ich finde das halt auch wichtig, dass man das genau so den Leuten kommuniziert, weil ich bin halt auch jahrelang Angestellte gewesen
Und wenn man nicht selbstständig ist, dann hat man nicht unbedingt das Bild davon, wie es ist als Selbstständiger. Das muss man den Leuten halt einfach klipp und klar sagen. Und dann gibt es meistens auch keine Probleme. Ich finde das auch wunderbar, wie offen du gerade mit uns darüber sprichst, weil ich auch glaube, dass es wirklich viele Leute wissen und nicht kennen. Und ich finde das einen wunderbaren Einblick gerade in deine Arbeit. Und ich muss sagen, du bist Offenheit und deine Herangehensweise und wie du deine Kommunikation mit deinen Kunden beschreibst, klingt für mich nach Traum, wie nennt man das? Auftragnehmer? Shop. Traumauftragnehmer. Versucht er gerade ein neues Top-Wort 2020 zu erfinden. Ja, Mann. Buzzwords. Genau. Nee, aber weißt du, ich finde es super, weil ich habe auch direkt so, ne, ich denke mir jetzt halt, okay, wenn ich mein Cosplay nicht selber nähen will, dann frage ich dich. Das finde ich nämlich total toll, wie du da dran gehst. Ja, also es gibt super viele Menschen, die halt mittlerweile zu mir kommen, nicht nur, weil sie halt meine Arbeit über irgendwelche Social Media sehen und weil sie diese Detailverliebtheit irgendwie toll finden oder weil es halt ein Cosplay ist, an das sie sich selber nicht rantrauen würden, sondern es gibt halt auch super viele Menschen, die zeitgleich mit mir irgendwie auf eine Convention gegangen sind und das damals als Hobby ausgelebt haben und jetzt aber berufstätig sind und einfach unter der Woche nicht mehr die Energie haben und am Wochenende nicht unbedingt gerade 12 Stunden an einem Cosplay arbeiten wollen. Das kann ich völlig nachvollziehen. Und dann hat man ja das Geld, um sagen zu können, ich gebe die Arbeit ab und freue mich darauf, dann zwischendurch Fotos zu bekommen, wie dann so die Entstehung ist. Und irgendwann zum richtigen Zeitpunkt habe ich es dann für die Convention, ohne dass ich mir, was weiß ich, noch 2, 3 schlaflose Nächte geben musste. Ja, absolut. Wie hat es denn so damals bei dir angefangen? Also ich kenne das ja von der Selbstständigkeit, das ist meistens nicht von heute auf morgen, sondern es ist eher so ein Prozess und irgendwann sagt man, okay, ich mache das jetzt sowieso und dann kann ich das halt auch selbstständig machen. Wie war das denn bei dir? Ja, das ist auf jeden Fall eine vernünftige Herangehensweise. Ich kenne leider tatsächlich ein paar Leute, die sich einfach so in die Selbstständigkeit gestürzt haben. Und viel Spaß. Das hat meistens leider nicht länger als 1 bis 2 Jahre gehalten und funktioniert. Also ich habe mir das Ganze damals 3 Jahre, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, schon überlegt. Das lag einfach daran, dass ich habe schon während der Schulzeit angefangen, nebenher zu jobben, Minijobs auszuführen, irgendwann dann studentischen Nebenjob, dann Teilzeit neben dem Studium. Und dann gab es halt mehrere Bereiche, in denen ich arbeitstätig war, wo die Kunden, das war sehr, sehr viel im Einzelhandel, wo die Kunden gedacht haben, ich bin die Chefin, weil ich mehr Know-how hatte als der Chef oder die Chefin und mehr Kompetenzen einfach, weil ich gut mit Kunden kann. Und es war halt auch immer sehr schwierig, dann das Verhältnis zum Chef trotzdem positiv zu halten, weil der sich natürlich dann vielleicht auch schon mal unterbuttert gefühlt hat. Und deswegen habe ich irgendwann gedacht, okay, wäre es schöner, wenn ich meine eigene Chefin bin. Und ein bisschen mehr für das, was ich alles leiste, auch gewertschätzt werde. Und es gibt natürlich positive Seiten und negative Seiten an der Selbstständigkeit. Und man sollte sich vor allen Dingen vorher über die negativen Seiten irgendwie klar werden. Ja, also wenn man Angestellter ist, dann hat man halt einfach jeden Monat das gleiche Gehalt auf dem Konto. Wenn es gut läuft, muss man sich keine Gedanken darüber machen, dass es am ersten drauf ist. Und das hat man als Selbstständiger einfach nicht. Also das heißt, sobald man sich selbstständig macht, hat man automatisch Existenzängste. Die sind einfach da. Und manche Leute wissen durch Corona jetzt, durch die letzten 6 Monate, wie sich das anfühlt. Das hat ein Selbstständiger jeden Tag. Wow. Ja, das kann ich bestätigen. Ja, für mehr Realness online. Genau. Ja, richtig. Also es ist halt auch wichtig, ganz, ganz viele Leute kommen zum Beispiel auf Messen zu mir und fragen mich, wie ich denn mit 4.500 Likes davon leben kann. Oder die sehen die Zahlen auf den Social Medias, die aber bei einer Selbstständigkeit null von Interesse sind. Also wenn ich mit 4.500 Followern von jedem Follower einen Auftrag bekäme,
dann hätte ich keine Existenzängste mehr. Dann hätte ich wahrscheinlich 5 Angestellte. Und also. Richtig. Ja, das ist halt interessant, ja, den Leuten das klarzumachen, dass natürlich jemand, der 500.000 Follower hat, eine ganz andere Einnahmequelle besitzt als jemand, der 4.500 Follower hat und Kostüme für jemanden näht. Ja, also ich finde, was du gesagt hast, auch ganz wichtig, auf die Followerzahl kommt es ja im Prinzip gar nicht an, sondern es kommt ja auch immer drauf an, wie das umgesetzt wird, weil ich kann auch 100.000 Follower haben, wenn davon 99.000 nur auf Like klicken und keine Interaktion mit mir durchführen, dann ist das ja trotzdem nicht dasselbe, wie wenn ich nur, in Anführungszeichen, 1.000 Follower habe, die aber dafür täglich mit mir schreiben und die Hälfte davon mir Aufträge geben, einmal im Jahr und so weiter. Ja, genau. Also man muss auch immer kontrollieren. Das machen leider sehr wenige. Wenn ich jemanden sehe auf Instagram, der 35 Millionen Follower hat, wie viele Leute liken jedes Bild in dem Account und wie viele kommentieren dann noch darunter? Wenn es 1% von den Leuten ist, der kommentiert, dann sind das auch alles reale oder gute Followerzahlen, sag ich jetzt mal. Weil es gibt ja mittlerweile sehr, sehr viele Accounts, die dann auch Followerzahlen kaufen oder die gecatcht werden. Täglich bekomme ich irgendwelche Anfragen, hier und hier könnt ihr mehr Follower bekommen und das sind alles echte Accounts und so ein Kram, ja. Aber was will ich denn mit Accounts, die mir folgen, die von irgendwo aus der Welt sind, die weder Englisch noch Deutsch sprechen, die gar kein Interesse an meinem Fachgebiet haben. Also es bringt mir doch nichts, 100.000 Follower zu haben, wenn dann nur 100 Leute mein Foto liken und nur 2 Leute kommentieren. Genau. Das sieht doch auch nicht echt aus. Ja, das ist halt leider auch ein Problem von der Kapitalisierung der Social Media natürlich, weil viele Firmen, die Kooperationen anbieten, da natürlich auch total fixiert auf diese Zahlen sind, ne? Da ist das, glaube ich, kommt das alles her, dass man überhaupt auch selber dann so drauf fixiert wird. Ich finde es sehr schön, dass du den Schwerpunkt mehr auf die Authentizität deiner Follower legst und nicht einfach die pure Anzahl an blinden Schäfchen, sage ich mal. Ja, das ist auch wichtig, weil mittlerweile das natürlich auch die Messen begriffen haben. Ja? Also es gibt sehr, sehr viele deutsche Messe, Betreiber, die dann natürlich auch vorher über verschiedene Apps, die es mittlerweile gibt, kontrollieren können, wo deine Follower herkommen. Das heißt, wenn die sehen, hey, der hat 12.000 Follower, könnte interessant für unsere Messe sein, könnte auch noch im Budget liegen, denn auch das muss man sich ja überlegen als Veranstalter. Richtig. Aber 11.500 Follower kommen aus China. Wenn nur 500 Follower aus Europa oder aus Deutschland kommen, warum will ich dann denjenigen zu einer deutschen Messe einladen? Das bringt mir dann ja auch nicht mehr so ganz viel. Genau. Ja? Und das ist natürlich so einem Veranstalter wichtig, bevor er jemandem Geld zahlt und einen Flug zahlt und jemanden einschifft, keine Ahnung, einem dann natürlich keine weiteren Tickets verkauft. Ich lerne hier heute absolut neue Dinge. Ich bin total fasziniert von diesem Gespräch. Ich bin total froh, dass wir darüber sprechen gerade. Schön, freut mich. Ich finde es auch bei dir super interessant, weil bei den meisten Cosplayerinnen und Cosplayern ist so Instagram oft jetzt ein Thema, ne? Weil hast du schön deine Bildchen und so weiter, aber bei dir, was uns aufgefallen ist, ist dein Twitch-Account natürlich, ne? Und das fand ich total cool, dass du da quasi so Einblicke gibst, wie dein Alltag als Cosplayerin ist, ne? Du setzt dich da hin und nähst was oder machst einen Make-up-Test und sowas. Kam das dann auch mit der Selbstständigkeit quasi, dass du dir gedacht hast, ja, okay, ich arbeite jetzt sowieso an dieser Commission, dann kann ich auch die Kamera anmachen und das auf Twitch machen und dann schauen mir die Leute zu und eventuell kriege ich dann sogar noch über Twitch ein bisschen Kohle rein? Tatsächlich ist es ein Zweitgrund gewesen. Also natürlich ist es, also ich finde es sehr positiv, wenn ich Kunde wäre oder angehender Kunde oder Interessent, jemandem live dabei zusehen zu können, wie derjenige an einem anderen Auftrag arbeitet, um zu schauen, okay, wie sieht es aus, wenn die arbeitet, wie ist die so drauf, erklärt die mir da auch was, kann ich da Fragen stellen währenddessen, weil
Twitch läuft ja so, dass man halt live ist und man kann in den Chat schreiben und Fragen stellen oder mit demjenigen reden. Und meistens, wenn das ein guter Streamer ist, reagiert er auch innerhalb von ein paar Sekunden und beantwortet dann alle Fragen. Und ja, aber es macht auch unglaublich viel Spaß, weil wenn man selbstständig alleine irgendwo in einem Atelier sitzt, ich habe keinen Verkaufsraum oder sowas, sondern ich arbeite tatsächlich aus einem Atelier von zu Hause aus, dann ist man auch zum Teil ein bisschen einsam, vor allen Dingen, wenn gerade keine Conventions stattfinden. Und dann ist es schön, einfach auch den Kontakt nicht nur über Kommentare auf Instagram zu haben, sondern eben auch zu sehen, hey, es gibt da 50, 60 Leute, die jedes Mal einschalten würden, wenn ich live gehe. Das ist wirklich schön. Ich habe auch Twitch wirklich in den letzten Wochen und Monaten immer mehr für mich entdeckt, eben weil dieses Live-Sein einfach nochmal eine ganz andere Sache ist als Aufnahmen, wie wir jetzt das machen, oder auch Instagram-Bilder, die man erst fotografiert, dann noch bearbeitet, dann hochlädt und dann wartet, bis die Leute reagieren. Also großer Fan von deinen Live-Auftritten auf jeden Fall. Dankeschön. Also bist du auch nicht alleine. Ich glaube, es haben sehr, sehr viele Leute jetzt gerade wegen Corona, wegen diesem Stay at Home und so weiter, haben Twitch als Quelle gefunden. Und wer weiß, wie viele dann da dranbleiben werden, denn es ist natürlich auch mit viel Arbeit verbunden. Aber allein schon diesen Aspekt zu haben, dass man sich eben nicht so einsam fühlt, ja, dass man halt die Connection hat mit den Leuten, die man dann vermisst, weil man eben nicht auf Messen gehen kann. Und das ist ja was Schönes, ja. Und wenn man dann noch feststellt, hey, ich zocke gerade das und das Game gerne und dabei können mir einige Leute zugucken und mich dabei unterstützen oder einfach mit mir mitfiebern oder, ja, ich bin ja sehr viel im Creative-Bereich unterwegs, es kommen halt Leute aus der ganzen Welt rein und schauen sich die Arbeiten an und lassen sich kreativ irgendwie beeinflussen oder inspirieren. Und das ist einfach schön. Du sprichst ja auch default auf deinen Social Media eher Englisch als Deutsch, oder? Ja, gemischt. Also ja, ich tatsächlich mache ich sehr viel Englisch, weil ich gebürtig aus den Niederlanden komme. Aber ich bin sehr viel auf deutschen Conventions unterwegs und jetzt auf Twitch ist es zum Beispiel so, dass ich das Ganze bilingual halte. Das heißt, meistens starte ich mit 15 bis 30 Zuschauern, die aber dann aus Deutschland kommen, weil ich zu einer normalen, würde ich jetzt mal sagen, Uhrzeit für die deutsche Zeitzone streame. Und dann kann es schon mal sein, dass dann Leute, die nur Englisch verstehen, hinzujoinen und dann switche ich. Das ist das Schöne daran, dass die meisten Deutschen eben auch beide Sprachen beherrschen. Da kann man trotzdem auch beides bedienen. Ja, die wollen immer alle, dass ich Niederländisch spreche, aber das mache ich nicht. Ja, tricky. Wie ist es denn eigentlich so, wenn du streamst und irgendwie merkst, Mist, das funktioniert hier gerade überhaupt nicht, was ich an dem Cosplay mache, oder dass du dich irgendwie bei einem Make-up-Test total verzettelst? Also ist es für dich dann merkwürdig und du willst am liebsten irgendwie abbrechen, oder sind das eher lustige Situationen für dich auch? Ja, ich glaube, das kennt jeder, der mal so mit Streamen angefangen hat. Man denkt sich am Anfang so, oh Gott, was mache ich denn, wenn das jetzt nicht funktioniert? Wie reagiere ich dann? Es ist am Anfang wirklich etwas komisch. Man muss sich auch wirklich in alles Mögliche reinfinden. Man macht sich am Anfang auch sehr viele Gedanken darüber, wie reagiere ich denn, wenn irgendjemand was Komisches in den Chat schreibt oder sowas, ja. Das passiert immer wieder. Ich habe zum Beispiel aktuell ein Cosplay, an dem ich arbeite. Ich streame nicht nur auf meinem Channel, sondern auch noch für eine Firma. Einmal die Woche, mittwochs abends. Ihr könnt mich ja gerne alle mal da besuchen kommen. Und zwar bei Akiba Pass. Und da machen wir, das ist ein deutscher Lizenznehmer für Animes. Und die bieten halt neben den ganzen Animes, die sie da streamen, auch ein paar Live-Shows an. Und da haben die mich gefragt, ob ich einmal die Woche halt eben so ein Crafting machen könnte. Und da machen wir unterschiedliche Dinge zu den Animes halt von denen.
Und aktuell sitzen wir an einem kompletten Cosplay und ich bin nur am Fluchen, weil alles schief geht. Und es ist halt wirklich, aber mittlerweile ist es einfach lustig, weil die Leute sind es schon so gewohnt und wetten schon darauf, was wieder schief gehen kann. Aber normalerweise passiert nicht so viel, dass irgendwas schief geht. Also ich habe einen Finger-Counter zum Beispiel bei mir auf dem Channel. Jedes Mal, wenn ich mich irgendwie mit dem Cutter schneide oder so, dann wird die Verletzung erneuert. No. Aber ansonsten, nein, also man lernt ja auch mit den Jahren dazu, was man wie macht. Und man muss so einen Stream halt immer vorbereiten. Also das heißt, ich überlege mir natürlich anhand meiner Kameraeinstellungen und anhand meiner Zeit, was kann ich an der Kamera zeigen, was kann ich nicht zeigen, was muss ich vorbereiten, damit ich es streamen kann, und was sind Dinge, die ich besser nicht streame, weil ich eben die Ruhe dafür brauche, weil man ist halt immer mit dem Chat ein bisschen abgelenkt. Das heißt, es gibt einfach Dinge, die müssen zeitnah bearbeitet werden, die brauchen aber einfach volle Konzentration, die kann ich dann nicht zeigen. Und dann gibt es Dinge, da kann man nebenher ganz easy ein bisschen quatschen und das ist gerade, wenn man mit einem Kostüm anfängt, zum Beispiel den Grundschnitt erstmal zusammennähen oder solche Sachen, das geht immer ganz gut im Stream. Da hat man ja auch direkt Ergebnisse, weil manche Sachen... Das heißt, du hast dann genau einen Plan. Manche Sachen sind ja sicherlich auch ein bisschen langweilig. Ich glaube, niemand will zusehen, wie man 2000 Hotfix-Steine auf irgendwas drapiert, bevor man sie bügelt. Aber das Bügeln an sich ist dann wieder spannend zu streamen. Ja, da würdest du dich wundern, wenn du den Stream machst, der 12 Stunden geht, dann gucken die Leute sich gerne an, wie du 6 Stunden irgendwelche Steinchen irgendwo draufklebst. aber wenn du jetzt natürlich nur 3 Stunden streamst, dann kommt es natürlich auch vor allen Dingen wirklich darauf an, wie ist der Streamer so, ja? Also du musst ein bisschen Entertainment mitbringen, weil sonst langweilen sich die Leute, egal was du machst. Klar. Wie ist denn so ein typischer Alltag von dir? Also jetzt wirklich so von, ich stehe morgens auf, bis ich bin jetzt fertig mit der Arbeit, weil das würde mich jetzt auch nochmal sehr interessieren, weil du einfach so viel machst, ne? Ja, also ich bin Workaholic. Ich stehe meistens zwischen 7 und 8 Uhr auf und habe dann meinen Kaffee und eventuell, sehr, sehr häufig lasse ich mein Frühstück aus. Also Frühstücken ganz in Ruhe mache ich eigentlich nur am Wochenende. Aber manchmal steht man schon so auf und sagt, okay, um volle Konzentration für den heutigen Tag zu haben, brauche ich einfach eine Scheibe Brot. So, dann sitze ich meistens eine Viertelstunde, 20 Minuten später schon im Arbeitszimmer am PC. Guck die Anfragen durch, guck vielleicht auch den letzten Instagram-Post durch, ob irgendwelche Kommentare sind, die beantwortet werden sollten oder halt erstmal den ganzen Traffic-Kram abarbeiten. E-Mails checken natürlich, ja, solche Sachen. Dann so spätestens um 9 mache ich mir eigentlich, also generell mache ich mir eigentlich mal einen Tagesplan. Und ich habe meistens einen Wochenplan. Das heißt, meistens sitze ich montags morgens da und schreibe mir auf Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und manchmal auch noch den Samstag. Und dann wirklich, was alles an den Tagen erledigt werden muss. Ja, einfach, das ist für mich schon eine reine Stressbewältigung, dass ich so eine Liste habe, die ich durchstreichen kann. Und dass ich nichts vergesse und ne, dass es dann nicht irgendwie eine Woche später erst passiert und man dann in Stress kommt. So, und dann fange ich an, meine Sachen abzuarbeiten. Und dann mache ich meistens so zwischen 12, 13 Uhr irgendwie Mittagspause. Es kann aber auch manchmal sein, dass es erst 3:30 ist. Also ich habe da jetzt keine genaue Uhrzeit, wo ich sage, so, jetzt lege ich alles beiseite und mache mir mein Mittagessen. Dann kommen die Streams dazu. Meine Streams gehen meistens entweder von 15 bis 19 Uhr oder von 14 bis 18 Uhr. Also ich mache meistens immer so 4 Stunden. Wird natürlich irgendwie auch was bearbeitet, was halt in den Alltag integriert werden muss. Ja. Es kann aber auch schon mal sein, dass eben gerade nichts da ist, was irgendwie streamable ist. Ja. Und dann kann es auch schon mal sein, es müssen halt auch andere Dinge gerade für Twitch bearbeitet werden, wie zum Beispiel Emotes machen oder irgendwas zeichnen oder dann halt wirklich mal einen Make-up-Test zu machen. Das ist dann für mich dann mehr so ein Privatstream, würde ich sagen. Ja, das ist dann weniger Arbeit. Was aber auch bedeutet, wenn ich so den Stream mache, fehlen mir 4 Arbeitsstunden, die dann wieder hinten dran gehangen werden müssen. So, also ich bin meistens, wenn man mal sagt, so wirklich arbeitstätig von 8:30
bis 20, 21 Uhr. Wow. Ja. Krass. Ja, also man darf auch nicht erwarten, dass Selbstständigkeit sich von alleine bezahlt und dass man halt weniger arbeiten muss, nee, als wenn man nicht in einem Angestelltenverhältnis ist. Allein schon die Anfragen beantworten und sowas, wo ich halt kein Geld für verdiene, sind meistens 1 bis 2 Stunden so täglich. Deswegen melde ich mich meistens auch damit zurück, dass ich sage, hey, die Berechnung kann ich erst am Wochenende machen oder so. Die mache ich dann tatsächlich außerhalb meiner Arbeitszeit, weil ich sonst nicht dazu komme. Mhm. Und ja, die Zeit fehlt ja ansonsten wiederum an den Aufträgen, die bereits bestätigt wurden, die hier abgearbeitet werden müssen. Und ja, also normal ist so, das Ding ist halt auch, du willst ja nicht nur für andere arbeiten, sondern du willst ja auch noch ein bisschen was für dich machen, weil auf der nächsten Messe möchtest du ja auch wieder ein neues Cosplay präsentieren. Und das muss halt auch irgendwann noch gemacht werden. Und ja, deswegen, also so zwischen 10 und 12 Stunden täglich ist eigentlich schon so mein Hammer Arbeitstag. Dein Arbeitspensum. Kriegst du denn das überhaupt dann noch hin, Cosplays nur für dich zu machen? Also worauf du wirklich einfach Bock hast? Ja, ist schwierig. Ich stelle meine eigenen Sachen natürlich immer hinten an. Ja, als erstes kommen natürlich Arbeitgeber. Arbeitgeber sind es ja für mich dann im Endeffekt, also Auftraggeber. ja. Also es ist meistens so, dass natürlich normalerweise Conventions stattfinden und dann ist die Deadline meistens auch in der Woche vor der Convention. So, und das bedeutet, dass wenn ich selber zu der gleichen Convention gehe und ein neues Cosplay haben möchte, meistens mein Cosplay in den 2 Tagen vor der Convention entsteht. Ja, fühle ich. Ja. Ja, das mit den 2 Tage vor der Convention kennen wir auf jeden Fall aus unserem Privatbereich. Auch wenn wir für niemand anderen Kostüme machen müssen, landen unsere immer in der Nacht vorher nochmal auf dem Basteltisch. Ja, die das Lustige ist halt, dass ganz viele von Twitch mittlerweile auch in meinem Discord sind. Also ich habe da so einen Discord-Channel, wo ich dann natürlich auch immer Bescheid sage, wie so die Streaming-Planung für die Woche aussieht, weil ich keine speziellen Tage habe, sondern ich muss es ein bisschen anhand meiner Arbeit koordinieren, wann ich streamen kann. Darüber bekommt man dann halt eben am ehesten die Information. Und es ist mittlerweile eine ganz süße, nette Familie geworden, würde ich jetzt mal so sagen, die sich natürlich über Gott und die Welt dann auf dem Discord-Channel unterhält. Man kriegt dann da zum Beispiel auch Unterstützung, wenn man irgendwelche Fragen zu Cosplays hat oder man kann seine eigenen Cosplay-Fotos dann da hochstellen und dann reagiert natürlich die Community da drauf. Also alles so, was man halt über den Twitch-Chat natürlich nicht machen kann. Und die kennen das mittlerweile schon, wenn eine Convention stattfindet, dann gibt's eine Nachtschicht. Dann sitze ich dann mit den Leuten nachts im Voice-Chat und oder manchmal auch nicht im Voice-Chat, dann ist es wirklich nur Text. Und dann kann man, je nachdem, wie man halt selber noch Zeit hat und Schlafmöglichkeit braucht, noch mit dabei sein und mir beim Verzweifeln oder beim Abarbeiten dann zuhören und zulesen, ja. Das klingt echt super toll, weil wir haben dann manchmal das Problem gehabt, dass man eben irgendwie müde wird und eben nicht mehr. Und dann ist es vielleicht ganz nett, jemand zu wissen, dass da andere Leute sind, vor allem auch Profis wie du, die auch noch kurz vorher arbeiten müssen. Das motiviert dann vielleicht noch mal kurz durchzuhalten. Ja, wobei ich muss sagen, ich habe da meine Einstellung echt geändert. Also ich rede jetzt auch gerade wirklich nur von den Conventions, wo ich privat bin. Ja, also wenn es jetzt um eine Convention geht, wo ich eingeladen bin und da wird natürlich verlangt, dass da ein Cosplay neu gemacht wird, da kannst du natürlich nicht in der letzten Nacht noch den ganzen Content liefern. Das bringt der Convention ja dann nichts. Aber wenn es jetzt so eine private Con ist, wo ich dann halt wirklich noch kurz vorher mir überlege, hey, ich habe ja irgendwie noch 2 Tage Zeit, ich könnte ja noch ein neues Cosplay machen, was käme denn da in Sinn? Wo habe ich denn da noch eine Perücke für da und habe ich auch die Kontaktlinsen dafür? Oder bringt mir Amazon Prime da gerade noch was? Und dann wird halt meistens noch irgendwas runtergearbeitet. Aber ich bin da auch ganz konsequent, die Qualität muss dann schon stimmen. Also ich will da jetzt keine unsauberen Nähte oder irgendwas haben, auch wenn es an mir selber sitzt. Das muss schon gut sitzen und das muss waschbar sein und das muss schon meine Qualität auch irgendwie repräsentieren. Und wenn es in der Zeit nicht machbar ist, dann ist das zwar deprimierend, aber dann ist das so. Und dann wird das Cosplay halt nicht fertiggestellt und dann wird es auch nicht mitgenommen, weil dann hat es halt eine andere Convention, wo es dann seine Zeit für gibt.
Das finde ich gut, dass du das auch so sagen kannst, weil ich habe das bei mir selber, dass wenn irgendeine Con ansteht, dann will ich das dafür fertig haben. Komme, was wolle, auch wenn ich 3 Tage nicht schlafe. Und das sollte man nicht tun. Ja, vor allen Dingen, man sieht es leider meistens dann, wenn man es dann, also wenn man wirklich im Zeitstress ist, dann hat man ja auch keine Möglichkeit, es vorher mal anzuprobieren. Das heißt, man trägt es wahrscheinlich dann wirklich das allererste Mal an dem Tag morgens im Hotel und merkt dann, oh, da sitzt es nicht richtig und oh, da komme ich gar nicht richtig gut rein oder raus und oh, da habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Sehr häufig hat man dann auch das Problem, dass wenn man auf der Messe selber ist, das Kostüm schon zur Hälfte auseinanderfällt oder nicht richtig sitzt oder andauernd was verrutscht und man einfach schon nach 2 Stunden keine Lust mehr hat, das zu tragen. Ganz häufig gehen auch noch irgendwelche Sachen kaputt. Und ja, bei ganz vielen Details denkt man sich so, boah, hätte ich da noch mal einen Tag mehr Zeit gehabt, um das anders zu machen. Und das ist einfach schade, vor allen Dingen, wenn man halt das Kostüm, ja, ich sag jetzt mal, klar, just for fun trägt, aber natürlich auch schon Fotos damit machen möchte oder so. Und sich dann bei den Fotos nachher denkt, boah, die Qualität der Fotos ist super schön, aber das und das Detail ärgert mich total, weil man sieht, dass ich da nicht gut gearbeitet habe. Na, so. Ja, und du hast natürlich jedes Kostüm, das du trägst, ist natürlich auch ein Aushängeschild für deine Arbeit. Dementsprechend möchtest du natürlich auch deinen Qualitätsstandard in deinen privaten Kostümen haben. Ja, klar, genau. Wie sieht denn das so jetzt bei dir überhaupt in der Zukunft aus? Ne? Ich meine, dieses Jahr, die Cons sind alle abgesagt. Es sollen ja noch welche im Winter stattfinden. Muss man halt abwarten. Hast du dieses Jahr noch irgendwelche ganz bestimmten Pläne für deinen Job? Ja, also ich ziehe ganz spontan nächsten Monat um. Ich werde mein, mein Atelier vergrößern, weil es einfach nötig ist. Ah, schön. 2019 lief halt super gut für mich. Also generell muss man sagen, man muss natürlich den, auf gut Deutsch gesagt, den Arsch hochkriegen, wenn man sich selbstständig macht und schauen, dass es halt immer bergauf geht. Ich habe auch damals gesagt, als ich mich selbstständig gemacht habe, ich gebe dem Ganzen 5 Jahre, dann muss ich das von alleine tragen, ohne dass ich irgendwie noch Werbung schalten muss oder irgendwas. Ansonsten kann ich jederzeit wieder zurück in ein Angestelltenverhältnis gehen. Also ich habe das einfach als Chance gesehen, wo ich gesagt habe, wenn du es nicht versuchst, weißt du nicht, wie es funktioniert und ob es nicht funktioniert. Wenn man mir 2019 gesagt hätte, dass 2020 dafür, also für mich so aussehen würde, dass ich nur für Playmobil arbeite und Masken nähe, hätte ich gelacht, ja, weil das so normalerweise nicht so meine Branche ist, aber das hat halt tatsächlich ganz gut funktioniert letztes Jahr und dieses Jahr. Und ich hatte letztes Jahr tatsächlich noch eine Anfrage von HBO für Game of Thrones bei der Promotion für die 8. Staffel als Daenerys unterwegs zu sein in NRW. Und ja, das waren natürlich dann nochmal so 2, 3 Glücksgriffe, die mir für 2020 halt echt den Stress genommen haben. Es ist natürlich so, dass wenn keine Conventions sind, bleiben natürlich auch die Nachfragen für Kostüme aus. Ich hatte auch ein paar, die tatsächlich eigentlich bereits einen Auftrag bekommen haben, also wo halt auch eine Deadline drin war, wo schon die Auftragsbestätigung geschrieben war und alles, die dann gesagt haben, hey, wir würden gerne den Auftrag zurückziehen, weil wir wollten es nur für die und die Con und die findet jetzt nicht statt. Ist natürlich eigentlich ein Vertragsbruch, aber in dem Fall habe ich gesagt, hey, kann ich nachvollziehen, wenn du es wirklich nur für die eine Convention haben wolltest, dann ist das natürlich unglaublich viel Geld, was dann da unnütz wäre. Da bin ich halt auch Mensch, ja, da sage ich halt auch, okay, wenn die Leute gerade selber auf Kurzzeit gestellt sind oder Jobprobleme haben oder Geldprobleme haben, dann kann ich nicht sagen, hey, aber du hast einen Vertrag bei mir unterschrieben, ja, also das kann ich dann mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Und aber ansonsten, ich habe halt ein paar Auftraggeberinnen und Auftraggeber, die regelmäßig zu mir kommen, die trotzdem weiterhin ihre Aufträge bei mir machen lassen, die gesagt haben, ganz ehrlich, ich nutze die Zeit dann jetzt und stelle eine größere Anfrage bei dir, für die du dann mehr Zeit hast, die ich dann nächstes Jahr einfach das komplette Jahr trage. Und die Aufträge arbeite ich weiter ab und da habe ich jetzt noch vorm Umzug habe ich noch 3 Cosplays hier stehen, die jetzt noch weg müssen und ja, ich habe auch schon jetzt wieder die ersten Anfragen eben für Ende des Jahres für die paar Conventions, die halt trotzdem unter den Bedingungen irgendwie stattfinden wollen und es gibt natürlich auch noch tatsächlich Leute,
die Cosplay wirklich nur für Instagram und für Patreon oder sowas machen, ja. Die tatsächlich dann sagen, ich hätte gerne das Cosplay trotzdem noch zur gleichen Deadline, weil ich damit ein Fotoshooting geplant habe oder sowas. Ne? Also das geht schon. Ja. Wow, also du hast gut zu tun auf jeden Fall noch. Ja, ich bin ja auch breit gefächert. Also ich mache ja tatsächlich nicht nur die Commissions, sondern ich mache halt eben auch noch das Streaming. Und da kann ich natürlich die Zeit dann auch nutzen und sagen, gut, wenn halt keine weiteren Bestätigungen für Anfragen reinkommen, dann kann ich die Zeit nutzen und meine eigenen Cosplay-Pläne vielleicht mal voranbringen, dass ich dann für nächstes Jahr, wenn Conventions wieder stattfinden, wieder was Neues auf der Stange habe, was ich präsentieren kann, wozu ich sonst vielleicht eigentlich nicht komme. Also auch mal ein paar größere Dinge, wo halt nicht nur irgendwie innerhalb von 2 Tagen was genäht werden muss, sondern wo vielleicht auch Rüstungsteile dabei sind oder ja, komplizierte Details oder so. Also wenn man natürlich gerade am Anfang seiner Selbstständigkeit steht, dann ist es sehr schwierig, wenn man erstmal gucken muss, dass man seinen Monatslohn überhaupt reinbekommt und dass man nicht in die Miesen gerät. Aber wenn man so ein bisschen Rücklagen gebildet hat über die Jahre, dann geht das schon. Dann kann man sich auch ein bisschen darauf konzentrieren, schon mal irgendwie zu überlegen, wie soll denn dein Stand nächstes Jahr überhaupt aussehen? Warst du damit überhaupt zufrieden die letzten Jahre? Willst du da nicht mal was investieren und mal komplettes neues Design nächstes Jahr anbieten oder sowas? Ja, ja, mega cool, Lani. Ich finde das mega interessant. Das sind mega Aussichten auch für nächstes Jahr, vor allem, dass du da auch schon so viel drüber nachdenkst. Und du kannst ja deine Masken auch immer noch mit auf die Convention nehmen und die da noch. Tatsächlich habe ich mir überlegt, ich habe das mit den Masken wirklich nur aus der Not gemacht. Also ich habe das von Februar bis April angeboten. Das heißt so bis 2 Wochen, nachdem die Maskenpflicht eingeführt wurde. Ich habe mehrere 100 Stück genäht. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Wow. Ich habe es aber auch wirklich eigentlich nur gemacht, weil ich einen Post in meiner Story gemacht hatte für eine Bekannte, die hier in Mannheim ein Stoffgeschäft hat. Der habe ich ausgeholfen, weil natürlich die Einzelhandel ja einen Monat lang schließen mussten. Und sie natürlich gucken musste, wie sie sich über Wasser hält und ihre Mitarbeiter vor allen Dingen weiter beschäftigen kann. Und da hatte ich einen Post gemacht. Und das ist so explodiert bei meinen Followern, dass die alle eine Maske wollten und mich unterstützen wollten, dass ich gesagt habe, Leute, ich guck mal kurz in meinen Keller, ich guck mal kurz meine 60 Kilo Reststoffe nach, was ich hier an Stoffen anbieten kann. Ja, weil man konnte ja nirgendwo Stoffe kaufen. Und dann habe ich einfach täglich Fotos gemacht von den Stoffen, die ich gerade gebügelt und gewaschen hatte. Und die Leute haben mich einfach bombardiert mit den Anfragen für Masken. Und ich habe hier wirklich 5 Wochen 12 Stunden jeden Tag Masken genäht und verschickt. Ja, also ich habe wirklich geschwitzt und das lief alles über PayPal, wo man dann einfach nur das Geld hinüberwiesen hat und in die Bemerkung seine Adresse reingeschrieben hat und welche Muster man haben wollte. Hammer. Und ja, weil ich hatte ja auch keine Zeit, irgendwie einen Shop zu eröffnen. Ich war einfach komplett überrannt. Und aber ich habe halt auch das Gute drin gesehen, weil es wirklich zu einer Zeit war, wo es noch nicht vonnöten war. Das heißt, es waren alles Leute, die das selber unterstützen wollten, die das alles selber positiv sahen und die einfach gesagt haben, hey, ich möchte einfach kein Risiko für andere sein, ich möchte andere schützen und ich kann auch noch jemanden unterstützen, dem ich gerne folge. So, ja. Und dann hat man irgendwann gemerkt, als die Maskenpflicht eingesetzt wurde, dann kamen plötzlich Anfragen rein, die halt einfach gezwungen waren und die halt eigentlich das Geld nicht gerne ausgeben wollten. Und dann macht das natürlich auch nicht mehr so den Spaß, ja. Bin ich ganz ehrlich, für solche Leute arbeite ich einfach nicht so gerne. Ja. Und die Kommunikation ist auch nicht die schönste. Wenn du dann noch argumentieren musst, warum du 10 Euro für eine Maske verlangst, wo dann schon der Versand und alles mit drin ist, ja. Ja, und dann habe ich dann irgendwann gesagt, okay, Leute, diese Woche ist die letzte Woche und danach lasse ich's. So. Also ich nähe aktuell keine Masken mehr, außer wenn jetzt noch welche, wenn noch wirklich gute Freunde oder Bekannte oder Langzeit-Follower kommen und fragen, hör mal, könntest du nicht vielleicht noch 2 Masken nähen oder so. Ich hatte jetzt letzte Woche eine Streamerin, die kam zu mir und hat gesagt, kannst du mir 2 Masken nähen? Ich muss nach Spanien zu meiner Familie, weil da eine Hochzeit stattfindet. Da habe ich natürlich nicht Nein gesagt, ja. So, aber ansonsten habe ich mir tatsächlich überlegt, dass ich die Leute, die mich da eben so unterstützt haben, nächstes Jahr vielleicht ein bisschen belohnen möchte, indem ich sage,
Ja, also wenn ihr bei mir 2020 eine Maske bestellt habt, dann kommt doch mit dieser Maske auf die und die Convention an meinem Stand vorbei und dann kriegen die irgendwas Cooles. Ja, als wenn es ein Rabatt ist oder, oder irgendeine Kleinigkeit oder so. Einfach nur als Dankeschön. Voll schön. Ja. Ich finde das super, ey, Lani. Ich finde das so genial, was du alles machst. Ich fand das Gespräch so schön mit dir, weil ich auch jetzt selber nochmal irgendwie voll viel mitgenommen habe. Es war ein komplett anderer Aspekt von der Cosplay-Szene, den ich so jetzt noch nicht erlebt habe. Eben auch, weil natürlich deine Selbstständigkeit dazukommt und so Besonderheiten wie Twitch und so. Also danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Das Schöne ist ja, dass wir hier bei Nerdplay vor allem auch noch mal ein bisschen Frauenpower mit in den Nerdizismus reinbringen und deswegen auch mal Themen ansprechen, die sonst auf unserem Podcast nicht so oft zum Gespräch kommen. Und ich finde, Women in Business ist ein wunderbares Thema, über das viel mehr gesprochen werden sollte. Ja, das stimmt. Absolut. Also ich finde es generell, ist halt schon zu sehen, dass die weibliche Sparte im Nerd-Bereich halt schon wächst. Ja, also wenn man noch überlegt, so vor 10, 15 Jahren auf Messen, gerade im Cosplay-Bereich waren es fast nur Frauen, aber in den anderen Bereichen war natürlich die Männerschaft eher dominant. Und es ist natürlich schön, einfach zu sehen, dass sich das Ganze so ein bisschen ausgleicht und dass das Ganze durch das Mainstreamer, was halt sehr häufig ja natürlich auch als negativ angesehen wird, auch seine positiven Aspekte hat. Dass man halt eben nicht mehr unbedingt alleinstehend mit seinem Hobby sein muss, sondern dass man vielleicht auch schneller jemanden finden kann, mit dem man sich gut über sowas unterhalten kann. Ja, absolut. Ihr findet mich auf Instagram, auf Twitch, auf Patreon, auf Facebook und auf Twitter. Überall unter Riddle Costumes. Ja, das war easy. Also Facebook ist tatsächlich nur noch verlinkt zu Instagram. Das heißt also, wenn man auf Instagram mir folgt, dann verpasst man da jetzt nichts. Ja? Ich hab Facebook halt eine Zeit lang wirklich für die Anfragen genutzt, aber mittlerweile ist das über Instagram genauso machbar wie über Facebook. Ja, cool. Also danke da draußen auch fürs Zuhören. Wenn ihr Bock habt, bei Riddle jetzt irgendwie eine Commission in Auftrag zu geben, einfach anschreiben, ihr habt es ja gehört. Am besten mit einer Deadline, ganz wichtig. Und ich würde sagen, danke an dich, Lani, danke an Yavi und danke an alle fürs Zuhören. Wenn ihr Bock habt, mehr über Nerdplay zu erfahren, dann schaut auf unserer Website vorbei bei den Nerdizisten. Ihr findet unseren Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr Bock habt, mehr über Hipster Fangirl Fashion zu erfahren, dann checkt uns auf Instagram aus. Und bis bald, würde ich sagen. Tschüss. Tschüss. Dankeschön. Ciao.